Dann kümmern wir uns ums Sortieren. Wobei, wir gehen direkt wieder einen Schritt zurück. Warum wollen wir eigentlich sortieren? Weil wir vielleicht hinterher irgendwann mal suchen wollen. Was wollen wir suchen? Einen einzelnen Datensatz in einem Haufen von Daten. Das kann jetzt alles sein. Das können Daten in Datenstrukturen sein. Das können Texte sein, in denen ich Buchstaben finden möchte. Machen wir es uns einfach für die Vorlesung. Ich möchte Zahlen finden. Und zwar ist hier jetzt die Aufgabe, finde die 13 in diesem Array. Wie mache ich das, wenn ich linear suchen möchte in unsortierten Daten? Ich gucke einfach von vorne. Wenn ich dadurch Zufall die 13 gefunden habe, dann bin ich fertig. Wenn nicht, gucke ich einfach mit dem nächsten Element weiter. Relativ simpel. Ich fange vorne an. Bin ich fertig? Nö, ist keine 13. Gucke ich mir die 7 an, ist keine 13. Gucke ich mir die 9 an, ist keine 13. Und so weiter und so weiter und so weiter. Bis ich hier irgendwann stehe, gucke, ist das die 13? Ja, ich habe es gefunden. Wie groß ist mein Aufwand, das zu tun? Und da hoffe ich, dass Sie sich noch an diese Druckbetankung, Aufwandsabschätzung bei den Containern erinnern. Bitte? Der Aufwand ist davon abhängig, wie weit die 13 weg ist, völlig richtig. Und wenn wir es in Laufzeitkategorien einteilen, dann ist die im schlimmsten Fall so weit weg, wie ich Einträge im Array drin habe. Im Mittel liegt sie irgendwo in der Mitte, im glücklichsten Fall liegt sie ganz am Anfang, aber so ungefähr Pi mal Daumen orientiert sich das linear an der Anzahl der Einträge in meinem Array. Also bewege ich mich in der Größenordnung für den Aufwand von O von N. Völlig richtig. Ich versuche mal von hier unten zu werfen, dann kann ich direkt wieder ein bisschen üben. Hopp. Passt das? Volltreffer. Gut gefangen aber auch. Okay. Bei dieser Aufwandsabschätzung, das nochmal als Erinnerung, es ist völlig egal, ob ich jetzt tatsächlich hier genau N mal durchgehe oder nur N halbe mal Schritte machen muss, N halbe Schritte machen muss. Es ist immer noch ein linearer Zusammenhang. Wenn ich davon ausgehe, dass ich immer nur die Hälfte an Schritten machen muss, verdoppelt sich diese Anzahl von Schritten in dem Moment, wo ich die doppelte Anzahl an Einträgen in meinem Array drin habe. Und das ist hier unten mit wiedergegeben. Also abhängig, linear abhängig von der Anzahl an Elementen in meinem Array, habe ich einen Aufwand, um diese 13 zu finden. Kriege ich das besser hin? Ja, das kriege ich besser hin, indem ich die Daten vorher sortiert habe. Dann kann ich nämlich etwas loslassen, was ich binäre Suche nennt, wenn ich davon ausgehe, dass ich eine wie auch immer geartete Ordnung über dieses gesamte Array habe. Hier sind die jetzt aufsteigend sortiert. Dann kann ich folgendermaßen vorgehen und ich hoffe, da erinnern Sie sich noch an die erste oder zweite Praktikumseinheit, wo es ums Wurzelziehen ging. Vielleicht war es auch die dritte, aber ganz am Anfang. Da haben Sie mit dem Wurzelziehen bei einem der Verfahren auch mal einfach in der Mitte auf dem Zahlenstrahl angefangen und geguckt, habe ich schon getroffen. Ist das die 13? Naja, offensichtlich nicht. Wenn es das nicht ist, dann gucke ich, bin ich kleiner als 13 oder bin ich größer als 13? Sprich, auf welcher Seite der 13 in meinem sortierten Array stehe ich? Bin ich kleiner als die 13? Wo muss ich dann weiter gucken? Links von mir oder rechts von mir? Bitte? Dann soll ich rechts von mir nachgucken, völlig richtig. Warum? Ja? Völlig richtig. Sie muss rechts von mir stehen, weil rechts von mir alle Zahlen stehen, die größer sind. Und ich habe ja gerade herausgefunden, dass die 8 kleiner ist als die 13. Also, wenn ich kleiner bin, gucke ich einfach in der rechten Hälfte nach. Da. Ich laufe mal kurz hoch. Sie können sich jetzt überlegen, wie es weitergeht. Bitte schön. Bitte? Wie geht's weiter? Genau. Ich gucke mir auch da wieder die Mitte an. Völlig richtig. Und gucke auch da wieder, bin ich links oder rechts von der Mitte und entscheide daraufhin, wo ich weitermachen muss. Genau. Also, was finde ich raus? Die 12 ist kleiner als die 13, also gucke ich auch wieder in der rechten Hälfte nach. Ich gucke mir davon wieder die Mitte an, finde die 14. Die 14 ist größer als die 13, also gucke ich links von mir nach.
Und da ist jetzt nur noch ein Element da. Das heißt, da tritt dieser Ausgangsfall in Kraft. Habe ich die 13 gefunden? Ja, also bin ich fertig. Wie hoch ist da mein Aufwand? Bitte? Ja, dann würde ich mich an dieser Stelle auf den Standpunkt stellen, wenn Sie, wie Sie jetzt gerade sagten, es ist schneller, da gebe ich Ihnen recht, ja, es ist schneller, äußerten dann aber die Vermutung, es ist immer noch linear, aber eben schneller linear. Für diese Aufwandsabschätzung ist das egal. Ich bin dann immer noch in der linearen Klasse, das heißt, ich wäre immer noch bei O von N. Ist völlig wurscht, aber Sie haben recht damit, dass es schneller ist. Okay, da ist kein Loch daneben Ihnen, das ist gut. Es ist schneller, es ist nicht nur schneller, weil ich weniger Dinge tun muss, es ist sogar schneller, weil ich in einer völlig anderen Geschwindigkeitsklasse bin. Warum bin ich in einer anderen Geschwindigkeitsklasse? Das nennt sich übrigens hier logarithmisch von n. Wir gucken uns gleich an, dass es tatsächlich weniger ist. Warum ist es weniger und warum ist es wesentlich weniger? Ich suche mir die Mitte aus. Abhängig von der Mitte gucke ich mir dann aber nur noch eine Hälfte des Problems an. Und das war die rechte Hälfte. Von dieser rechten Hälfte nehme ich wieder die Mitte. Gucke dann wieder, welche Hälfte muss ich weiter betrachten. Ich halbiere also meine Problemgröße immer weiter. Ich nehme es also einmal mal ein halb, dann nochmal mal ein halb, dann nochmal mal ein halb. Und habe also an diesem ein halb noch einen Exponenten dran, weil ich das ja immer mal ein halb nehme, das Problem. Und der Logarithmus liefert mir dann eben hinten diesen Exponenten. Und um den geht es an der Stelle. Und deshalb ist das intuitiv vielleicht so ein bisschen erklärt an der Stelle. Logarithmisch. Und das ist tatsächlich eine fundamental andere Klasse. Wenn wir uns das angucken und mal auftragen, wie groß unser Zeitaufwand in Abhängigkeit von der Anzahl der Elemente ist, dann ist bei einem linearen Aufwand oder bei einer linearen Aufwandsklasse, Komplexitätsklasse, logisch, ich male einfach eine Linie. Das Ding heißt ja so. Wenn ich mir dann angucke, wie es logarithmisch aussähe, komme ich auf diese Kurve. Und da könnte man jetzt am Anfang drüber streiten, ne, der Logarithmus ist ja hier unten eventuell langsamer. Ja, ist auch eine Überlegung, die man da machen muss. Wenn ich wenig Elemente habe, hilft mir die logarithmische Laufzeitklasse vielleicht nichts. Es sei denn, und da kommt Ihr Punkt jetzt wieder zu tragen, ich habe bei den einzelnen Schritten, die ich machen muss, deutlich weniger zu tun. Das kann halt auch sein. Jeder einzelne Schritt kann deutlich schneller gehen. Andersrum kann auch jeder einzelne Schritt deutlich länger dauern und dann dauert ein lineares Verfahren auf einmal länger als ein anderes lineares Verfahren. Es befindet sich aber nicht in einer unterschiedlichen Komplexitätsklasse. Es wird immer noch 10-mal so lange dauern, wenn Sie ihm 10-mal so viele Daten verfüttern. Bei dem Logarithmischen wird der Aufwand auf einmal nur doppelt so groß. Sie schaufeln eine Menge von Daten mit einem logarithmischen Verfahren weg, geben ihm auf einmal 10-mal so viele Daten und dann werden Sie doppelten Aufwand haben, wenn das der Logarithmus zur Basis 10 ist. Wenn Sie ihm 100-mal so viel Aufwand geben, 100-mal so viel Arbeit geben, haben Sie auf einmal nochmal eine Verdoppelung. Also hätten Sie nur eine Vervierfachung. Und das ist eben schon ein wesentlicher Unterschied, den Sie hier auch ganz deutlich eben in den Kurvenverläufen sehen. Also, wenn Sie vorsortierte Daten haben, sind Sie in der Lage, deutlich effizienter zu suchen. Also, was liegt auf der Hand, was Sie machen, wenn Sie Daten haben und wissen, dass Sie darin suchen wollen? Sie sortieren sie vorher. Lohnt sich das immer? Bitte? Das ist der wichtige Punkt. Je häufiger ich suchen will, desto mehr lohnt sich das Sortieren. Völlig richtig. Das Sortieren ist nochmal Aufwand. Wenn ich jetzt aber so viel Aufwand reinstecken muss, dass ich hier deutlich dran vorbeigehe, also ich deutlich mehr Aufwand als diesen Aufwand hier reinstecken muss, dafür, dass ich hinterher nur einmal suche, dann lohnt sich die Arbeit nicht. Falls ich es schaffe, das werden wir nicht hinkriegen, aber falls ich es schaffe, hier deutlich weniger Aufwand betreiben zu müssen, um dann suchen zu können,
also fürs Sortieren deutlich weniger als diesen Aufwand reinstecken muss, dann lohnt es sich sofort. Aber immer dann, wenn ich sehr häufig suchen muss, kann ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Aufwand als den hier investieren, der sich dann ja über jede einzelne Suche wieder rausmittelt. Und dann habe ich im Endeffekt deutlich an Zeit gewonnen. Und deshalb müssen wir anfangen zu sortieren. Die einfachstmögliche Form, das zu tun, ist Monkey Sort oder Bogus Sort, Stupid Sort, Permutation Sort, Shotgun Sort oder sonst ein Name, der Ihnen dafür einfällt. Sie haben wieder einen Haufen von Daten und wollen den mit Monkey Sort sortieren. Wie funktioniert das? Wer kennt das Verfahren? Bitte? Ja, völlig richtig. Es ist einfach zufällig. Was passiert? Ihr Äffchen, daher der Name, ist in der Lage zu erkennen, ob die Zahlen sortiert sind. Der ist irgendwie darauf trainiert worden, sortierte Zahlen zu erkennen, weil er immer dann Nüsschen bekommen hat, genauso wie ich sie trainiere, mir immer Antworten zu geben, weil ich ihnen eine Schokolade gebe. Aber das können Sie jetzt gucken, was Sie draus machen. Das funktioniert erstaunlicherweise auch nicht bei allen, aber egal. Es funktioniert relativ gut. So, dieses Äffchen ist trainiert, kann die sortierten Zahlen erkennen, guckt da drauf. Nö, ist nicht sortiert. Was macht das Äffchen dann? Schmeißt alle Zahlen in die Luft, guckt, wie sie hinfallen, guckt wieder drauf, ist sortiert. Nö. Also, alles wieder von vorne. Zusammennehmen, in die Luft schmeißen, wieder drauf gucken. Ist sortiert? Nö. Und irgendwann, ja, vielleicht auch nicht hier, aber irgendwann hat das Äffchen das geschafft, die Zahlen so in die Luft zu schmeißen, dass die alle wieder sortiert landen. Und dann ist er fertig. Dann hat er erkannt, ja, die sind sortiert und er sagt, prima, ich bin durch. Übrigens völlig richtig. Hopp. Danke für die Hilfe. So, wenn ich mir das so ein bisschen grafisch angucke, wird es nochmal deutlicher. Ich habe hier oben einen Haufen von Daten. Die haben einen Datenwert hier. Das hat einen hohen Datenwert, das hat einen mittleren Datenwert. Dieses Ding hat einen relativ geringen Datenwert. Und es befindet sich im Moment, dieses Ding befindet sich im Moment im oberen Drittel des Arrays. Das hier befindet sich relativ genau in der Mitte. Das befindet sich relativ weit unten. Die möchte ich umsortieren, dass sich am Ende dieses Bild ergibt. Das mache ich einfach durch Schütteln. Durch Zufall, dann liegen die im zweiten Schritt vielleicht so, liegen im dritten Schritt so und irgendwann fallen die hier vielleicht völlig auf diese Diagonale und dann bin ich fertig. Wie ist der Ablauf? Völlig klar, ich gucke drauf, ist es sortiert, dann bin ich fertig, wenn nicht, wiederhole mit neuer zufälliger Ordnung. Preisfrage: Wie groß ist der Aufwand? Bitteschön. Ich habe gerade nochmal drauf geguckt. Sie sagten, ich wiederhole es nochmal exponentiell. Dann haben Sie angefangen zu erklären, weil ich zögerte. Exponentiell ist natürlich, der steigt mit dem Exponenten der Anzahl der Elemente an. Es ist noch schlimmer. Das ist eine gute Vermutung. Exponentiell ist schon mal ein netter Ansatz. Bitte? Richtig, das kommt noch dazu. Im besten Fall hat das Äffchen die im ersten Anlauf sortiert. Oder kriegt die sogar sortiert hingelegt und muss dann aber trotzdem einmal alle Elemente angucken, um zu entscheiden, sortiert. Deshalb im besten Fall packen Sie jedes Element an. Im Mittel, und deshalb sagte ich, es ist noch schlimmer, haben Sie faktoriellen Aufwand. Weil Sie alle möglichen Kombinationen, alle möglichen Permutationen davon sogar durchgucken. Und deshalb kommt die Fakultät da rein. Und das ist noch schlimmer. Und völlig richtig, im Extremfall, und da spielt Ihnen jetzt leider die Statistik einen Streich, ist Ihr Äffchen gestorben, bevor es das Ding sortiert hat. Weil einfach durch einen dummen Zufall die Sortierung nie zustande kommt. Was bedeutet das grafisch? Wir haben immer noch den linearen Aufwand und wir haben den guten logarithmischen Aufwand von der Suche als Referenz. Das ist faktorieller Aufwand oder n mal n Fakultät. Das wird ziemlich schnell ziemlich schlimm, weil Sie einfach so viele Varianten durchtesten müssen. Also gucken wir doch vielleicht tunlichst, ob wir bessere Varianten haben, und die gibt es glücklicherweise.
Es geht los mit Bubble Sort. Wir nehmen wieder das gleiche Array, das wird jetzt die ganze Zeit durch die Vorlesung gehen. Es ist immer das gleiche Array, was wir anfangen zu sortieren. Und nochmal, es ist völlig egal für die Verfahren, was sie sortieren wollen. Wichtig ist, dass sie für zwei Elemente entscheiden können, welches ist das größere oder sind beide Elemente gleich. Woran sie das festmachen, ist völlig egal. Ob sie das mit einem Zahlenwert machen, ist eine Sache. Ob sie das mit einem Wort machen und das so ordnen, wie es im Wörterbuch wäre, ist die nächste Sache. Ob sie das mit Uhrzeiten machen, mit Temperaturen. Ob sie sich eine eigene Ordnung überlegen, warum ein Element größer ist als ein anderes, weil es mehr Volumen hat, mehr Fläche, was auch immer. Funktioniert alles mit diesen Verfahren. Wichtig ist, dass sie herausfinden können, größer oder größer gleich. Oder andersrum kleiner, beziehungsweise kleiner gleich. Sie müssen diesen Vergleich machen können. Der muss überall definiert sein, damit Sie sortieren können. Und dann können Sie sämtliche Elemente sortieren mit genau den Verfahren, die wir uns jetzt angucken. Wie gesagt, Monkey Sort nur der Vollständigkeit halber, aber das wollen Sie tatsächlich nicht tun. Bubble Sort. Was passiert? Sie fangen vorne an und gucken sich die ersten beiden Elemente an. 14 und 7. Und jetzt müssen Sie sich einfach nur entscheiden, grundsätzlich für diese Implementierung, kümmern Sie sich um das größere oder kümmern Sie sich jeweils um das kleinere Element. Wir kümmern uns um das größere Element und lassen das, wie der Name sagt, nach oben blubbern. Wie eine Luftblase im Teich. Die wird nach oben gehen. Was passiert? 14 und 7 stehen in der falschen Reihenfolge. Damit die 14 nach oben blubbern kann, müssen Sie die beiden vertauschen. Aber Sie können, dadurch, dass Sie ja diese Ordnung definiert haben, rausfinden, welches das größere Element ist. Also Sie gucken sich nur die 14 und die 7 an. So, dann haben Sie rausgefunden, die 14 ist die größere Luftblase. Die wird wohl schneller nach oben kommen. Also machen Sie mit der 14 weiter. Und gucken sich wieder an, was ist denn bei meiner 14er Luftblase los? Da finden Sie die 9. Dann haben Sie wieder ein paar von Zahlen, 14 und 9. Und gucken sich wieder an, welches ist die größere? Ja, offensichtlich die 14, also blubbert die weiter nach oben. Sie tauschen wieder die beiden Zahlen. Und dann bleiben Sie bei der größeren. Finden 12. Die 14 ist offensichtlich größer als die 12, also wird die 14 an der 12 vorbeilaufen. Und dann geht es weiter, 14 und 8. Kontrollfrage, was wird passieren? Sie kleben an der Luftblase 14 und gucken sich den Nachfolger, die 8, an. Bitte. Genau, die vertauschen wir. Warum vertauschen wir die beiden? Weil die 14 größer ist als die 8. Das ist eben der wichtige Punkt. Wir vertauschen sie, weil unsere Ordnung uns vorgibt, dass sie im Moment falsch rumstehen. Völlig richtig. Hopp. Ah, sehr schlecht geworfen von mir. Entschuldigung. Geht's oder? Okay, gefunden. Vielen Dank. Okay, 14 und 8 müssen wir also vertauschen, um weiterzumachen. Jetzt stehen wir da, 14 und 15. Die 14 haben wir immer noch in der Hand und gucken, was passiert drüber. Jetzt stoßen wir an die 15. Was wird passieren? Bitte? Völlig richtig, es wird nicht getauscht, weil die 14 auf einmal die kleinere Luftblase ist. Also mache ich mit der größeren weiter. Das habe ich ja vorhin auch gemacht. Ich mache immer mit der größeren des Paares weiter, aber ich muss nicht tauschen. Und deshalb mache ich jetzt hier mit 15 und 4 weiter. Völlig richtig. Schlecht geworfen, sehr gut gefangen. Danke. 15 und 4, was passiert? Die sind wieder in der falschen Reihenfolge. Ich muss die beiden also vertauschen. Ich bin damit fertig, sehe die 15 und die 11. Die 15 blubbert weiter nach oben. 15 stößt an die 2, blubbert weiter nach oben. Und wenn ich das immer weiter treibe, werden Sie sehen, die 15 kommt irgendwann ganz von alleine oben an. Was mache ich jetzt? Bitte? Jetzt fange ich wieder von vorne an. Ich gucke mir die 7 und die 9 an und lasse da auch wieder die größere Luftblase nach oben blubbern. Bis wohin muss die nur? Wenn ich es mir etwas erleichtern möchte. Einer hatte sich schon gemeldet. Bitte?
Völlig richtig, bis zum vorletzten Element. Warum bis zum vorletzten Element? Wollen Sie es auch noch direkt ergänzen? Ganz genau, weil das letzte Element ja schon das größte war. Ich kann mir diese Info also merken und kann ein Element früher aufhören, nach oben zu laufen. Ich muss nach wie vor vorne anfangen, aber ich muss nicht mehr ganz bis zum Ende laufen, weil ich weiß, dass das letzte Element ja schon das größte war. Das habe ich ja schon nach oben geschoben. Völlig richtig. Ja. Danke. Aber ich würde es jetzt genauso durchlaufen lassen. Ich laufe von unten immer paarweise nach oben und tausche, wenn nötig. Und dann blubbert wahrscheinlich irgendwann, welche wird es sein, diese 14 nach oben. Das kann ich mir grafisch ein kleines bisschen angucken. Ich fange mit dem unsortierten Array an. Die 14 stand vorhin ganz unten, die 10 oben ganz am Ende. Also das war vorhin das linke Ende, das war das rechte Ende. Und dann läuft die 14 erstmal über die Sortierung nach oben, bis dann aber auf einmal die 15 anfängt, weiter nach oben zu laufen, und die steht dann am Ende ganz nach oben, ganz oben. Und danach laufen dann dementsprechend die anderen Zahlen nach und nach nach oben. Was ist der Ablauf? Nochmal hingeschrieben, durchlaufe das Array von vorne nach hinten und vertausche dabei unsortierte Wertpaare. Aber bei jedem Schritt gehe ein paar weiter und gucke, was passiert, und tausche dann einfach. Und mache das jetzt so lange, wie Vertauschungen nötig sind. Wenn ich also nichts mitzähle, laufe ich immer von vorne nach hinten, gucke, ob ich auf dem Weg eine Vertauschung durchführen muss, und wenn ich irgendwann von vorne nach hinten durchlaufen bin und auf dem Weg nicht getauscht habe, bin ich fertig. Wenn ich clever mitzähle, laufe ich natürlich beim ersten Mal von vorne bis nach hinten, beim zweiten Mal von vorne bis ein vorm Ende, von vorne bis zwei vorm Ende, und wenn ich dann gar nicht mehr laufen muss, kann ich auch aufhören. Ist alles äquivalent, aber wenn ich nichts tue, brauche ich einfach nur zu überlegen, habe ich vertauscht? Wenn nicht, bin ich fertig. Bitte? Frage war, kann ich das effizienter gestalten, indem ich dann auch eventuell mehrere, ich bleibe bildlich, Blasen zusammenklebe, wenn ich weiß, dass sie zusammengehören, und die mitnehme? Logisch, kann ich machen. Dann wird aber die Implementierung schwieriger, weil ich dann wieder einen Sonderfall habe, hängt da jetzt noch eine dran, dann bewege ich zwei. Aber ja, kann ich tun. Logisch, ich kann so viel mitnehmen, wie ich sinnvoll mitgeschleppt kriege. Ich sollte, wenn ich das anfange, mir dann aber tatsächlich auch Gedanken machen in Richtung, wie macht der Prozessor das? Kann der Prozessor vielleicht effizient drei oder vier Zahlen gleichzeitig hantieren? Wenn ich anfange, tatsächlich so zu denken, wird mir dann nämlich auch irgendwann auffallen, dass ich vielleicht versuche, die fünfte Zahl mitzunehmen, merke, der Prozessor kann das aber gar nicht. Dann läuft das nämlich auf sowas hinaus, der nimmt sich vier Zahlen, bewegt die nach oben, legt die vier Zahlen weg, nimmt sich die eine, bewegt die nach oben, legt die wieder weg und greift sich die ersten vier Zahlen. Und dann wird das auf einmal extrem langsam, weil er permanent zwischen den Speichern schreibt. Aber grundsätzlich geht das, führt dann nur irgendwann zu solchen Überlegungen, wie groß ist das Paket, was ich mitnehmen kann. Okay. Wenn ich das aber alles nicht tue, wie groß ist dann mein Aufwand? Gucken wir mal hin. Bestenfalls habe ich alle Zahlen in einem Durchlauf paarweise miteinander verglichen. Also habe ich in der linearen Größenordnung Vergleiche gemacht und habe eine konstante Anzahl von Tauschen durchgeführt. Im Idealfall gar keinen, weil das Ding schon sortiert war. Um das aber festzustellen, muss ich alle Zahlen mal miteinander verglichen haben. Das heißt, da komme ich nicht raus. Im Mittel vergleiche ich jede Zahl mit jeder anderen und tausche auch jede Zahl mal mit jeder anderen. Zumindest in der Größenordnung. Wahrscheinlich werde ich nicht exakt jede Zahl mit jeder anderen verglichen haben und noch nicht jede mit jeder getauscht haben, aber es ist von der Komplexitätsklasse kein Unterschied mehr. Im schlimmsten Fall tue ich das dann auch wirklich tatsächlich.
Aber da gehe ich nicht drüber. Ich muss nicht mehr als jede mit jeder vergleichen und jede mit jeder tauschen, um nachher alle Sortierungen durchgegangen zu sein. Haben Sie dazu Fragen? Okay. Dann gucken wir uns hier die Laufzeitkomplexität mal an. Die hatten wir schon. Wie geht das Quadratische da rein? So. Sieht immer noch doof aus. Ich kann mir aber schon mal vorstellen, dass die beiden hier doch deutlich auseinanderlaufen nachher für große Mengen. Wir gucken uns das nachher noch ein bisschen genauer an. Da gucken wir nochmal von weiter weg hin, was da passiert. So dass ich da dann doch vielleicht einen Vorteil schon mal erahnen kann, wenn ich nur quadratisch bin. Vor allen Dingen, wenn ich schlimmstenfalls quadratisch bleibe. Das Ding war hier schlimmstenfalls unbeschränkt, das Sortierverfahren. Also wird es dann noch übler. Okay, vielleicht geht es besser. Selection Sort. Ich fange auch wieder vorne an. Wer hat das schon mal gehört? Frage ich vielleicht vorher. Okay, weil Sie alle Informatik in der Schule hatten? Okay, gut. Dann ist das hoffentlich einfach für Sie eine Wiederholung, die nicht allzu langweilig wird. Aber gucken wir mal. Vielleicht habe ich auch noch ein Sortierverfahren, was Neues. Wir werden sehen. Okay, Selection Sort. Wie funktioniert das? Ich fange vorne an und suche mir für dieses erste Element das kleinste Element aus dem Array raus. Weil ich das vorne hinstellen möchte. Also gucke ich mir die 7 an. Ist die von den betrachteten Elementen bisher das kleinste? Bitte? Ja, von den bisher betrachteten, ja. Mehr habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich habe mir die 14 angeguckt, weil da muss nachher das Kleinste hin. Ich gucke mir die 7 an und die ist das bisher Kleinste. Völlig richtig. Was mache ich dann? Ich merke mir, dass die 7 das bisher kleinste Element war. Und dann gucke ich mir die 9 an. Habe ich ein neues, bisher kleinstes Element gefunden? Bitte? Nö, habe ich nicht. Die 9 ist größer als die 7. Also offensichtlich nicht. Also mache ich weiter mit der 12. Habe ich ein neues, kleinstes Element gefunden? Nein. Ich mache weiter mit der 8. Gleiche Entscheidung. Die 15. Gleiches Schicksal. Die 4. Welche Info habe ich jetzt? Bitte? Ich habe ein neues, kleinstes Element gefunden. Das heißt, ich merke mir jetzt nicht mehr die 7, sondern ich merke mir die 4 und mache weiter. Laufe ich nach oben. Dann habe ich die 11. Was ist damit? Die 11 ist natürlich größer als die 4, also passiert nichts und ich kann weitermachen. Und wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ich lünke aber mal, dann steht da eine 2. Bitteschön. Was ist mit der 2? Die 2 ist kleiner als die 4. Also merke ich mir die 2, laufe mit der 2 weiter, sehe dann die 1. Die 1 ist kleiner als die 2. Ich merke mir die 1 als kleinstes Element, gleiches mit der 0. Ich merke mir den Platz. Aber, berechtigte Frage. Frage war, merke ich mir die Zahl oder merke ich mir den Platz? Ich merke mir den Platz. Und wenn ich dann schneller gucken möchte, bin ich kleiner oder größer, dann merke ich mir zusätzlich noch die Zahl. Aber der Platz ist wichtig. Wir werden auch gleich sehen, warum. So, ich merke mir also den Platz der 0 und finde danach kein neues, kleinstes Element. Also habe ich die 0 gefunden, beziehungsweise den Platz der 0 gefunden. Warum ist es jetzt wichtig, den Platz zu kennen? Bitte? Ja, ich möchte die 0 an den Anfang setzen. Genau, ich muss jetzt die 0 und die 14 tauschen. Und wenn ich mir den Platz der 0 nicht gemerkt hätte, was hätte ich dann erst tun müssen, um die beiden zu tauschen? Ups. Klappt's? Okay. Was hätte ich dann tun müssen? Bitte? Richtig. Ich hätte gucken müssen, wo die 0 eigentlich war. Übersetzt, ich hätte die 0 suchen müssen und das geht im Moment nur in linearer Zeit und dann wird es ganz fürchterlich, wenn ich bei jedem Schritt nochmal linear durchsuchen muss, zusätzlich zu dem Aufwand, den ich ohnehin habe. Das will ich tunlichst vermeiden. Hopp. Helfen Sie eben mit? Danke. Also, nochmal zu Ihrer Frage zurück. Ich merke mir unbedingt den Platz.
Und von da aus kann ich die Vergleiche durchführen. Und wenn ich das beschleunigen möchte, merke ich mir die Zahl. So, danach geht es mit der 7 weiter, weil die 0 steht ja schon an der richtigen Stelle. Die ist ja das kleinste Element. Und das Spiel wiederholt sich. Die 7, bisher betrachtet, das kleinste Element. Danach kommt die 9. Ist die kleiner als die 7? Nö. Also mache ich weiter. Wie sieht das aus von der Struktur? Das sieht so aus. Was können Sie daraus lesen? Ja, wenn Sie genau hingucken, relativ viele Details, wer mit wem getauscht wird. Die wichtige Erkenntnis daran ist aber, ich habe relativ früh das kleinste Element unten, habe kurz danach das nächstgrößere Element unten und ich sortiere eigentlich immer nur noch den letzten Rest, aber der Anfang ist schon mal sortiert. Bei Bubble Sort war klar, dass das Ende sortiert ist. Und es wurde die erste Hälfte immer weiter sortiert. Und hier ist es quasi genau umgekehrt. Wie war der Ablauf? Ich suche von vorne beginnend einfach das Minimum. Wenn ich das gefunden habe, vertausche ich es mit dem ersten Element und beginne das Ganze vom zweiten Element. Laufe von da wieder los, suche das Minimum. Nicht das Gesamtminimum, das steht ja vorne, sondern das Minimum ab dem zweiten Element. Wenn ich das gefunden habe, tausche ich wieder. Dann beginne ich ab dem dritten Element und suche wieder das Minimum ab dem dritten Element. Nicht das absolute Minimum, das steht ganz vorne, das will ich ja nicht mehr wegtauschen. Wie ist der Aufwand? Es sollte wenig überraschen, dass ich auch da wieder ein Quadrat drin finde. Weil ich im Mittel wieder jeden mit jedem vergleichen muss, damit ich das auseinandersortiert kriege. Wenn ich genau hingucke, tausche ich aber wesentlich weniger als bei Bubble Sort. Und das Tauschen zwar relativ simpel ist, aber trotzdem Zeit kostet, ist vielleicht das Verfahren nicht von der Komplexitätsklasse, da komme ich aus dem Quadrat nicht raus, aber doch vielleicht von der absoluten Laufzeit nachher schneller, weil ich wesentlich weniger Tausche durchführen muss als bei dem anderen Verfahren. Das werde ich messen können, aber bei dieser theoretischen Betrachtung, in welcher Klasse bewege ich mich, macht das keinen Unterschied. Letztes Verfahren in dieser Klasse, Insertion Sort. Wer kennt das? Ja, es sind ungefähr dieselben, die sich melden. Was mache ich da? Ich fange auch wieder vorne an, habe die 14. Als nächstes kommt die 7. Die versuche ich jetzt an die richtige Stelle nach unten zu sortieren. Ich habe die 7 und sehe, die ist kleiner als die 14, also muss ich die auf die andere Seite der 14 sortieren. Dahin. Sie hatten eine Anmerkung? Sie wollten genau das sagen? Dann habe ich Ihnen die Süßigkeit vorenthalten. Sie kriegen sie trotzdem. Entschuldigung, einen Moment nicht aufgepasst. Ich habe gedacht, Sie gucken noch hin. Okay. Ich hätte einen Moment warten sollen. Entschuldigung. Ich wollte Sie nicht direkt treffen. Okay. Wenn ich die 7 und die 14 richtig positioniert habe, gucke ich mir die 9 an und überlege mir, wo muss die hin. Die muss sicherlich auf die andere Seite von der 14. Also schiebe ich die beiden da, vertausche ich die beiden, kann sie da hinlegen. Muss sie auf die andere Seite der 7? Bitte? Nö, die muss nicht auf die andere Seite der 7, weil die 9 ist größer als die 7. Völlig richtig, also bleibt die da stehen. Hopp. Okay, gut, also bleibt alles so beim Alten. Bei der 12, die ich danach finde, finde ich auch wieder raus, sie ist kleiner als die 14, also packe ich die auf die andere Seite, sie ist aber größer als die 9, also bleibt sie da stehen. Interessant wird vielleicht noch die 8, die ist kleiner als die 14, also vertauschen. Die ist kleiner als die 12, also vertauschen. Die ist kleiner als die 9, also vertauschen. Und das mache ich jetzt bis zum bitteren Ende, bis ich einmal komplett durchgelaufen bin. Ups. So, bis ich einmal bis hinten durchgekommen bin. Wem kommt das bekannt vor? Nicht aus der Informatik. Also klar, Sie haben das ja programmiert, weil Sie das schon mal irgendwie in der Schule oder in der Ausbildung schon mal genutzt haben. Aber wo haben Sie ein ähnliches Prinzip? Bitte? Ganz am Anfang der Vorlesung beim Bubble Sort.
Das ist ja völlig richtig. Es ist ein fortlaufendes Bubble Sort, in dem Fall in die andere Richtung. Ich mache mein Array, fange mit einem ganz kleinen Ziel-Array an und lasse da von unten Luftblasen rein und die sortieren sich an die richtige Stelle, ja. Völlig richtig, ja. Aber dann sind wir ja eigentlich immer noch in der Vorlesung und immer noch irgendwie bei dem informatischen Problem. Bitteschön. Wer von Ihnen spielt Karten? Okay, gut. Also wenn Sie das jetzt häufiger machen, dann geht das wahrscheinlich alles auch blind und eigentlich Karten sortieren macht man ja nicht, weil dann weiß der Gegner, was man hat. Aber ich würde jetzt als Anfänger sagen, okay, ich habe hier eine 3 gefunden. Ich lege das jetzt mal so rum, damit Sie das sehen können. Dann, das nächste ist eine 1, die ich finde. Jetzt für Sie richtig gucke ich, wenn ich die so zusammenstecke, na, sind die falsch rum. Also bewege ich die bis hier. Das finde ich als nächstes. Eine 4. Die kann ich jetzt auch wieder von dem Ende einfach dahin stecken. Ist überhaupt kein Problem, die sind dann in der richtigen Reihenfolge. Dann finde ich als nächstes in meinem Stapel eine 0. Prima, ich fange wieder von dem Ende an. Na, da steht sie falsch. Dann versuche ich es hier. Da steht die immer noch falsch. Dann versuche ich es hier, da wird sie immer noch falsch stehen. Und dann versuche ich es hier. Und da steckt sie richtig. Und dann der Vollständigkeit halber, die 2 ist hier falsch, da falsch. Und wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, da müsste sie richtig sein. Und dann habe ich meine Karten sortiert auf der Hand. Das ist genau das, was dieses Verfahren macht. Das ist hier auf den Folien leider nicht ganz so zu sehen, weil ich immer wieder das gesamte Array habe. Aber eigentlich liegt alles noch verdeckt vor mir und ich decke eine Karte nach der anderen auf und stecke sie dann nicht direkt an die richtige Stelle, sondern fange von einem Ende an, gucke immer wieder, ist es richtig? Nein. Also ein weiter, ist es richtig? Nein. Also noch ein weiter, ist es richtig? Ja, ich bin fertig. Okay? Gut, sieht dann vom Effekt her so aus, was auch immer mir das hilft. Ja, ein Stück weit hilft mir das. Ich habe, wenn ich jetzt tatsächlich mit den Tile-Arrays arbeite, hier oben dann schon immer die richtige Sortierung, also von dieser Grenze hier oben nach unten immer die richtige Sortierung. Aber ich habe keinen Zwischenschritt, wo ich sicher sagen kann, na, der erste Teil ist schon sortiert oder der letzte Teil ist sortiert oder von vorne oder von hinten ist es sortiert, weil ich ja immer noch das vordere Element finden kann oder das hintere Element finden kann. Von daher komme ich an der Stelle da nicht weiter. Aber Insertion Sort hilft mir schon mal zu sortieren und ist eben die dritte Alternative, das quadratisch zu machen. Wie ist der Ablauf? Ich gucke mir das erste Element an, nehme die erste Karte auf und bin mit dem Ding fertig. Weil für sich genommen ist dieses Element sortiert. Dann nehme ich die zweite Karte auf und gucke, wo muss die hin? Passt die auf die eine Seite? Nö, also vertausche ich die beiden Karten, bis das Ding richtig steckt. Und das mache ich weiter und weiter und weiter. Wichtig dabei ist, ich nehme die Karte und fange immer am selben Ende an und wenn die da nicht hinpasst, dann tausche ich sie zum anderen Ende hin und lasse die dann ganz richtig, wie Ihr Kollege das gesagt hat, ähnlich wie bei Bubble Sort, einfach, einfach weiterlaufen. Wollen Sie mich mit dem Stift treffen? Dann werfen Sie noch schlechter als ich. Okay. Was ist der Aufwand? Ich habe es schon verraten, der ist auch quadratisch. Man kann Glück haben mit den Tauschen, dann bin ich da relativ zügig fertig. Aber auch da, wenn ich genau hingucke im Mittel, habe ich eine quadratische Menge von Tauschen. Ist also so ein bisschen Glückssache, ob ich den Fall treffe, wo ich nichts tun muss oder wo ich relativ wenig tun muss. Okay. Haben Sie bis dahin Fragen? Alles klar. Dann gucken wir uns Merge Sort mal an. Ich mische mal hier die Karten, die ich habe. Dann können wir das mal durchspielen. Ich bin mir zwar wieder sicher, dass ich das verbocke am Anfang, weil ich die Karten falsch verteile und weil sich das irgendwie auch so blöd macht. Die sind jetzt garantiert in einer anderen Reihenfolge als auf der Folie stehen. Ich habe jetzt hier einen Stapel von Karten, die sind unsortiert. Und ich bin ja eigentlich schrecklich faul, ne? Warum soll ich den Kram sortieren? Es sind 14 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
und 7. Kann ich jetzt noch so eine Attitüde mit dazu nehmen? Ich bin ja Ihr Professor. Von daher vielleicht dem jetzt auch noch mehr Gewicht. Bitte schön einmal sortieren. Und auch für Sie einmal sortieren. Bitte? Selbstverständlich. Bitte schön. Was machen Sie da? Was machen Sie da? Ah, haha. Haben Sie auch angefangen, die zu sortieren? Echt? Okay. Gut, jetzt hatten Sie das Problem, jetzt hat Ihr Professor Ihnen gesagt, sortieren. Ich bin ja auch Ihr Vorbild. Ich war schrecklich faul. Was habe ich gemacht? Ja, Sie haben es halbiert und weitergegeben. Warum sollten Sie mir das nicht nachmachen? Also einer kriegt 3, einer kriegt 4, wenn ich gerade richtig gezählt habe. Geben Sie das Problem doch einfach weiter, ist Ihnen doch egal. Mir ist ja auch egal, wie Sie das sortieren. Ich hatte Ihnen ja lediglich gesagt, ich hätte es gleich gerne sortiert zurück. So, und was machen Sie dann jetzt? Also, Sie halten die jetzt immer noch in der Hand, Sie sollten die weitergeben. Ist völlig in Ordnung, wenn Sie jetzt Ihren Teil da sortieren. Ich glaube, Spiel ist klar. Also auch Sie sortieren die natürlich tunlichst nicht selber. Sie geben das Problem ab, halbieren das und sagen, finden irgendwen, der das dann für Sie sortiert. Genau, Sie haben schon eine Handbewegung gemacht. Wann können Sie nicht weiter das Problem abgeben? Genau, wenn man nur noch eine Karte in der Hand hat, zerfällt das Problem nicht weiter. Müssen Sie dann noch sortieren? Naja, eigentlich nicht. Jetzt ist das Problem mit dem Sortieren eigentlich gerade weg. Gut, jetzt sollten Sie nachgehalten haben, von wem Sie die Karten bekommen haben. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, das nachzuhalten. Ups, ist jetzt schiefgegangen. Es ist aber wahrscheinlich auch völlig egal, wie wir das jetzt zusammenführen. Jeder hat eine Karte. Finden Sie sich paarweise zusammen und geben dann jemand anderem die Karte weiter oder sammeln bei einem die Karten auf, legen die jetzt aber beim Zusammenlegen in die richtige Reihenfolge. Denn das ist jetzt extrem einfach. Sie kriegen 2 Karten und können relativ einfach feststellen, welches ist die größere, welches ist die kleinere. Gucken Sie bitte, dass die kleinere oben liegt. Ja? Und die Leute, dann geben sie ihre Stapel dann weiter, dann haben sie einen Zweierstapel. Dann hat einer auf einmal, kriegt dann 2 Zweierstapel. Und ich glaube, da ist es dann auch relativ einfach, die zusammenzufügen, oder? Und dann gibt es jetzt, glaube ich, 4er-Stapel so ungefähr. Und dann, wobei, einen, ja, 4er- und 3er-Stapel. Und dann gibt es zusammen und dann irgendwie haben die Leute gleich sortierte 7er-Stapel, oder? Okay. Gut. Die nehme ich mir jetzt mal wieder. Einmal den. Danke. Ich gucke einfach nur zur Sicherheit, damit das dann gleich klappt, ob die sortiert sind. Ja, ich habe fürchterlich schlecht gemischt. Das hätte ich besser vorbereiten sollen. Aber der ist sortiert und ich komme. Gar kein Problem. Okay, danke schön. Und dann gehe ich auch mal davon aus, dass der auch sortiert ist. Das sieht gut aus. Ja. Ach, das ist sogar länger als das andere. Okay, so, wer hat mitgespielt? Sie hatten mitsortiert. Ich meine, Sie müssen ja hier herhalten für meine Vorlesung. Das ist doch. Wer hat noch sortiert? Jeder einer, so viel habe ich da nicht. Hatten Sie noch mitsortiert? Okay. Ist jetzt gemein für die, die nichts abgekriegt haben. Bitte schön. Reichen Sie sonst mir die richtige Menge einfach weiter, bitte. Genau. Noch jemand von Ihnen? Ah, dann. Alle ausgeschlossen. Alle ja. Vielleicht behalte ich welche über, dann stelle ich das heute mal einfach oben hin. Das ist dann vielleicht nett. Kann sich hinter jeder einen rausnehmen, der leer ausgegangen ist. So, was mache ich? Merge Sort. Ich habe meinen Haufen Daten. Die sind erstmal unsortiert. So. Völlig unsortiert und ich möchte damit irgendwas tun. Ich habe das Problem halbiert und weitergegeben. Ich habe es einfach in der Mitte geteilt und Ihnen eine Hälfte gegeben und Ihnen eine Hälfte gegeben. Sie haben genau das Gleiche gemacht. Und diejenigen, die dann die 4er-Stapel gekriegt haben, haben dann wieder genau das Gleiche gemacht.
Und dann ist nochmal das Gleiche passiert. So, und dann haben sie irgendwann den Fall gehabt, jeder hatte nur noch eine Karte. Wie geht's dann zurück? Erstmal ist die Beobachtung wichtig, jeder für sich hat einen sortierten Satz Karten. Grundstück ist ja nur einer. Ja, aber die ist sortiert in dem Moment. Wenn Sie sich jetzt den Rückweg genau gemerkt hätten, hätten Sie demjenigen, der ursprünglich noch zwei Karten in der Hand gehabt hat, die Karten zurückgeben können und auf dem Weg hätten Sie die sortieren können. Dann hat der nämlich daraus die 7 und die 14 gemacht. Aus dem ersten Stück. Und genau das Gleiche passiert eben mit der 9 und der 12, mit der 8 und der 15, der 4 und der 11, der 2 und der 1 und so weiter. Die kommen dann auch durch das sogenannte Merge sortiert eine Ebene drüber dran, wieder zurück. Und dann haben die unteren nichts mehr zu tun, die haben ihre Karten ja abgegeben und jetzt ja, hat jeder Zweierstapel. Diese Zweierstapel gibt diejenige Person dann auch wieder an die wenigen zurück, von der die Karten kamen, auch wieder über ein Merge. Und dann liegen da sortierte Viererstapel. Aus den sortierten Viererstapeln machen wir genauso sortierte Achterstapel und dann hinterher einen sortierten Gesamtstapel. Nochmal den Ablauf zusammengefasst. Das Array wird rekursiv in zwei Hälften geteilt. Die Rekursion macht es auch relativ einfach zu implementieren. Das war ja genau das Gleiche, was Sie gemacht haben. Ich habe Ihnen das Problem kleiner gegeben, mit dem Auftrag zu sortieren. Sie haben das Problem kleiner gemacht, mit dem Auftrag zu sortieren, weitergegeben. Klassische Rekursion. In dem Moment, wo nur ein bzw. kein Element übrig bleibt, ist das, was übrig bleibt, per se sortiert, der Rekursionsanker. Und Sie können dann beim Zurückgehen, beim Auflösen aus oder beim Weg zurück aus der tiefen Rekursion, können Sie sortieren beim Zusammenfügen. Wie groß ist der Aufwand? Wie groß war der Aufwand bei der binären Suche, wo wir uns das Problem immer wieder halbiert haben? Das passiert ja hier auch. Das Problem wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Bitte? Der war logarithmisch. Ja, also könnte davon hier auch was zu sehen sein. Dummerweise kommt da noch ein bisschen was dazu. Das Ganze muss ich nämlich n-mal machen, weil ja die Vergleiche auch wieder reinkommen, um das hinterher zusammenzuführen und da dann eventuell nochmal ein bisschen was einzusortieren. Und dann bin ich bei einem besten, mittleren und schlimmsten Aufwand von n log n. Das ist tatsächlich eine andere Komplexitätsklasse. Und dann bin ich bei meinem Diagramm, dem hier. Und dann trage ich mir n log n ein, gucke mir das an und habe eigentlich das Gefühl, so richtig gelohnt hat sich das nicht, oder? Und das haut mir immer noch so nach oben ab. Ja, ich habe hier nochmal genau den gleichen Abstand hier wie von diesem ganz fürchterlichen. Aber so richtig toll. Klingt alles nach viel Aufwand. Ich muss eine Rekursion implementieren. Dafür muss ich mich wieder daran erinnern, was diese komische Rekursion war. Da ruft eine Funktion sich selber auf. Das klingt alles kompliziert. Und Sie hatten ja gerade auch relativ viel zu tun, oder? Sie hatten eine Anmerkung gerade? Da habe ich keinen besten Schlimmsfall. Das heißt, das Ding ist eigentlich immer in der gleichen Komplexitätsklasse und haut, ja, auf der anderen Seite habe ich aber auch nicht diesen einen Glückstreffer, wo es dann eventuell schon sortiert ist und ich nichts machen muss. Auch da muss ich bis unten runter. Aber völlig richtige Anmerkung, da ist ein bisschen was drin. Ich sollte jetzt hier tunlichst nochmal zwei Schritte zurückgehen bei diesem Diagramm. Ich habe ihn nämlich völlig unterschlagen, wie viele Elemente hier unten nämlich tatsächlich drinstehen. Und wenn ich da jetzt mal eine Größenordnung oder zwei weiter zurückgehe, dann sieht das n log n im hinteren Bereich gar nicht mehr so viel anders aus wie etwas Lineares. Ja, es ist deutlich steiler, aber es deutet sich so ein bisschen an, wenn ich jetzt die Elementzahl verdopple, kriege ich Pi mal Auge
doppelten Aufwand. Stimmt nicht ganz. Es ist so ein ganz kleines bisschen gekrümmt. Aber wenn ich das tatsächlich noch weiter treibe, sieht das gar nicht mehr ganz so böse aus. Das hier ist völlig indiskutabel. Das haut mir ab ins Sonstwo. Aber so ein N-Log N ist vielleicht gar nicht ganz so verkehrt. Auch wenn ich immer noch schlimmer bin als linear. Aber wenn ich es damit schaffe, tatsächlich halbwegs effizient zu sortieren, kann ich es mir vielleicht erlauben, nachher in Log N zu suchen. Und wenn sich dieser Aufwand im Mittel lohnt, dann sollte ich auch vorsortieren. Okay. Ich habe Ihnen das unterschlagen beim Merge Sort. Wie funktioniert das? Und zwar, wie funktioniert das mit so wenig Aufwand wie möglich? Damit ich jetzt nicht anfange, wieder die Karten irgendwie wild zusammen zu sortieren. Ich gucke mir einfach die ersten beiden an. Nehme von den ersten beiden das kleinere und lege das nach vorne in mein Zielarray. Dann wird automatisch das nächste Element darunter sichtbar. Dann gucke ich mir wieder an. Welches von beiden ist das kleinere? Das sortiere ich ein. Es taucht ein neues Element oben auf dem Stapel. Welches ist davon das kleinere? Das sortiere ich ein. Und das kann ich jetzt tatsächlich bis zum Ende durchspielen. Und dann komme ich irgendwann mit einem sortierten Array an. Die mache ich auch noch. Ich mache es nochmal vor. Ich habe zwei Kartenstapel. Die habe ich von Ihnen bekommen. Ich habe von dem einen, so rum habe ich sie zurückbekommen. Ich habe von dem einen die 0, von dem anderen den Stapel mit der 1 oben bekommen. Nur die beiden gucke ich mir an. Welche sortiere ich in mein Zielarray? Logisch, die 0. Erste Karte, die sortiert ist. Dann habe ich eine 1 und eine 7. Welche nehme ich? Die 1. Dann habe ich eine 2 und eine 7. Welche nehme ich? Natürlich die 2. Und so weiter. Ich muss mir nur diese beiden Karten, die oben liegen, angucken, mich für die kleinere entscheiden können und nehme die weg. Sortiere die ein. Und dann bin ich irgendwann durch und habe meinen gesamten Stapel Karten, meinen gesamten Stapel Elemente, mein gesamtes Array sortiert. Wie ist der Ablauf? Nochmal hingeschrieben. Betrachte in beiden Teilen, die Sie zurückbekommen haben, den Anfang. Übertrage jeweils das kleinere Element in das Zielarray und mache nur in diesem Teil einen Schritt. Was bedeutet, die nächste Karte wird sichtbar. Und das Ganze dann wiederholt. Der Aufwand ist nachher linear und da kommt dieser N-Teil bei dem N-Log-N auch wesentlich her. Kommt er daher? Doch, müsste er. Okay? Haben Sie Fragen dazu? Alles klar. Letztes Sortierverfahren für heute. Quicksort. Wer hat davon schon mal gehört? Auch in der Schule? Auch schon mal selber implementiert? Ja, cool. Informatik-Grundkurs oder Leistungskurs? Grundkurs. Gut. Finde ich schön. Ich drehe es trotzdem nicht um. Ich erzähle es einfach. Ist okay? Ich könnte Sie jetzt sonst auch fragen, aber ich glaube, ich erzähle es einfach. Quicksort. Erstmal nur das Prinzip. Es gibt viele verschiedene Implementierungen. Zwei gucken wir uns nachher an. Doch, beim Prinzip können Sie mir helfen. Dann drehe ich den Spieß doch mal um. Prinzipiell, was versuche ich bei Quicksort zu machen? Welches besondere Element versuche ich zu identifizieren? Oder festzulegen am Anfang? Hat das einen Namen? Bitte? Ja. Ja. Ganz genau. Ich wähle ein Element als Pivot-Element aus. Ich habe jetzt hier das genommen. Das kriegt einen Namen, das ist das Pivot-Element. Völlig richtig. Hopp. Gott.
Was mache ich darauf hin, wenn ich das Pivot-Element gewählt habe? Ja, dann machen Sie weiter, bitte. Versucht man jetzt mal von vorne geht man durch. Ja. Dann auf das Pivot-Element quasi größer und kleines Element. Ja. Und hat dann quasi zwei kleinere Listen. Ja. Wo man dann weiß, dass alles, was links vom Pivot-Element ist, kleiner ist, oder alles, was rechts vom Pivot-Element ist, größer ist. Völlig richtig. Ich laufe von vorne nach hinten durch, von vorne bis hinten durch, gucke mir für jedes Element an, bin ich kleiner oder größer als das Pivot-Element und sortiere das auf die richtige Seite. Ich bringe es noch nicht in die richtige Ordnung, ich sortiere es nur auf die richtige Seite, sodass ich links vom Pivot-Element nur noch Elemente stehen habe, die kleiner oder gleich dem Pivot-Element sind und rechts davon nur Elemente stehen habe, die größer oder gleich dem Pivot-Element sind. Dankeschön. Und auch hier wieder wichtig, es geht nicht nur für Zahlen, die ich natürlich größer oder kleiner vergleichen kann. Es geht für alles, wo Sie größer gleich oder kleiner gleich definieren können. Und dieses größer gleich oder kleiner gleich entspricht eben der Ordnung, die Sie angeben, lexikografisch, wie es eben im Wörterbuch stehen würde, abhängig von der Fläche, von der Temperatur, vom Volumen, was auch immer. Von der Anzahl der Punkte, die eine Mannschaft am Ende eines Wettkampfs erzielt hat, etc. Das können Sie alles in eine Ordnung bringen und sobald Sie das können, können Sie die Elemente nach links oder nach rechts sortieren. Was passiert dann? Ja, wir sind faul. Wir geben die kleineren Teile eine Ebene weiter nach unten. Auch hier wieder Rekursion. Und haben da genau das gleiche Problem. Wir müssen ein Element als Pivot-Element identifizieren. Und alle Elemente, die nach links gehören, auch tunlichst nach links packen. Und alle Elemente, die nach rechts gehören, tunlichst nach rechts packen. Und dann können wir das Problem wieder eine Ebene tiefer geben, wie das Pivot-Element identifizieren. Wieder das nach links packen, was nach links gehört, das nach rechts packen, was nach rechts gehört. Und so weiter, bis wir irgendwann, und da ist es jetzt wieder Implementierungssache, nur noch mit dem Pivot-Element und einem anderen da stehen oder nur noch mit einem Element stehen, was für sich selber genommen das Pivot-Element ist und damit dann auch wieder sortiert ist. Einverstanden? Und wenn ich das jetzt schaffe, so zu implementieren, dass ich diese nach links und rechts Sortiererei auf meinem Ausgangsarray mache, und nicht noch Zwischenarrays baue, also den Stapel abschreibe und dann den abgeschriebenen Stapel weitergebe, um dann hinterher das richtig zu sortieren, liegt automatisch, wenn ich unten angekommen bin, das gesamte Array in der richtigen Reihenfolge. Dafür muss ich aber immer wieder im gleichen Array arbeiten und nachher nur noch Teilarrays tatsächlich weitergeben und nicht Kopien von Teilarrays, die ich mir dann eventuell hinterher richtig zusammensortiere. Prinzip klar, ganz salopp gesagt, Sie suchen sich ein Element aus, packen alles, was links davon gehört, nach links, alles, was rechts davon hingehört, nach rechts und geben die Teilprobleme weiter und jeder von Ihnen macht dann wieder genau das Gleiche. Und ganz am Ende sammeln Sie einfach nur alles wieder zusammen und legen es nebeneinander und sind fertig. Okay. Für dieses Unterteilen und nach links und rechts sortieren, gibt es verschiedene Ansätze, die unterschiedlich gut funktionieren, unterschiedlich kompliziert oder komplex zu programmieren sind. Wir gucken uns zwei an. Eine ist die Lomuto-Partition und eine ist die vielleicht originale Hoare-Partition nach Herrn Hoare, der das Verfahren auch entwickelt hat, das Quicksort-Verfahren. Für die Wahl des Pivot-Elements gibt es auch zig verschiedene Möglichkeiten, die alle unterschiedlich gut funktionieren. Wir nehmen hier der Einfachheit halber immer das Letzte. Aber auch da gibt es intelligentere Ansätze, die besser oder schlechter funktionieren. Nur das Prinzip ist immer das gleiche. Ich identifiziere erstmal ein Pivot-Element, weil ich nichts Besseres weiß, das Letzte. Ich könnte das Erste nehmen, ich könnte das Mittlere nehmen, ich kann mir mehrere angucken, darauf hingucken, welche ist jetzt von den mehreren ungefähr vom Wert der Mittlere und nehme dann das Ding. Geht alles. Ich nehme der Einfachheit halber das Letzte. Um das nach Lomuto zu unterteilen, starte ich vorne mit zwei Zeigern, Indizes, was auch immer, zwei Dingen, die auf das erste Element zeigen am Anfang, I und J. Und
Und dann gucke ich mir an, wohin zeigt J? Auf die 14. Ist die 14 größer oder kleiner als mein Pivot-Element? Lauter? Größer. Völlig richtig. Die 14 ist größer als mein Pivot-Element. Das schreibe ich ran. Und dann gehe ich mit dem J weiter. Da finde ich die 7. Ich gehe mit dem J weiter, weil ich ein größeres Element gefunden habe. Was mache ich mit der 7? Ist die größer oder kleiner als mein Pivot-Element? Bitte? Wer hat es gesagt? Es ist kleiner. Gut. Völlig richtig. Die ist kleiner als mein Pivot-Element, also male ich die blau an. Was fällt Ihnen jetzt hier auf mit diesen beiden Elementen, 14 und 7? Die stehen falsch rum, ne? Also vertausche ich die. Und zwar I, die Stelle an I und die Stelle an J. Die beiden vertausche ich. Deshalb musste ich mir I merken, damit ich weiß, wohin ich vertauschen muss. Jetzt stehen die richtig rum. Ich habe getauscht, also schiebe ich beide weiter. I und J bewegen sich. Wo guckt das J hin? Das J guckt auf eine 9, die 9 ist kleiner. Dadurch, dass die 9 kleiner als das Pivot-Element ist, tausche ich die Zahlen an I und J miteinander. Und dann sieht das Bild so aus. Und ich bewege wieder beide, I und J, eine Position weiter. 14 und 12, gleiches Spiel. Na, fast. Die 12 ist größer als das Pivot-Element. Die 12 ist zwar kleiner als die 14, aber darauf kommt es nicht an. Es kommt nur darauf an, die 12 ist größer als das Pivot-Element. Tauschen oder nicht? Bitte? Ja, Sie. Tauschen? Ja, tauschen, aber das I beibehalten. Dann wird das Verfahren so kompliziert. Sie haben gesagt, tauschen, aber das I beibehalten. Dann ist jetzt, muss ich jetzt wieder merken, tauschen, aber es war ja richtig, also muss ich das I nicht bewegen. Ja, kann ich tun. Macht das Verfahren aber komplizierter. Wichtig ist ja nur, links oder rechts vom Pivot-Element. Das Ding soll links, soll rechts vom Pivot-Element stehen, also nicht tauschen. Aber völlig richtig, es wird mir wahrscheinlich helfen und in Summe das Verfahren schneller machen, aber ist nachher eine Verfeinerung. Nein, nicht tauschen, weil ich ein Element gefunden habe, was nach rechts vom Pivot-Element gehört. Das J steht eigentlich an der Stelle, die nachher rechts vom Pivot-Element sein soll. Also lasse ich alles so, wie es ist und bewege. Aber das ist auch völlig richtig, was Sie sagten. J nur weiter, weil ich ein Element rechts vom Pivot-Element gefunden hatte. Damit nicht tauschen musste und damit das I nicht anpacke. Jetzt habe ich die 8 gefunden. Die 8 ist kleiner. Tauschen. Die ist kleiner als das Pivot-Element. Ja, sie ist auch kleiner als I, aber sie ist kleiner als das Pivot-Element und das ist das Ausschlaggebende. Deshalb tausche ich die beiden Zahlen an den Stellen I und J. Und weil ich jetzt getauscht habe, bewege ich beide einen weiter. Finde eine 15 an J, die gehört nach rechts, ich tausche nicht. Ich finde eine 4, die ist kleiner, ich tausche, bewege beide rüber, finde ein J, eine 11, die steht rechts, ich tausche nicht, bewege J nur weiter, finde eine 2, kleiner als das Pivot-Element. Also tauschen, beide bewegen und so weiter. Ich finde eine 1, die ist kleiner, ich muss tauschen, ich muss beide bewegen, ich finde eine 0, die ist kleiner, tauschen, beide bewegen, eine 5, kleiner, tauschen, beide bewegen, 6, kleiner, tauschen, beide bewegen. Und jetzt kommt glücklicherweise nochmal der andere Fall. Ich finde eine 13, die ist größer, nicht tauschen, nur J bewegen. Ich finde eine 3, kleiner, tauschen. Und jetzt finde ich raus, ich stehe mit dem J. Ach Moment, ich habe getauscht. Habe ich vergessen. Ich bewege mich. Ich kann aber jetzt schon merken, dass das J das Pivot-Element treffen würde. Da will ich gar nicht hin. Das heißt, ich bin fast fertig. Was ist das einzig Blöde jetzt an der Aufteilung im Moment? Ich bin fast durch, aber eine Sache muss ich vielleicht noch machen. Sie waren zuerst oder was nur? Okay, dann. Sie bitte.
Ja, Pivot-Element dahin schieben, wo das I steht. Das ist das Schöne. Deshalb muss ich das I noch einmal bewegen. Das J konnte ich nicht mehr bewegen, weil es dann auf dem Pivot-Element gestanden hätte. Das I muss ich bewegen, weil ich gehe noch mal einen Schritt zurück, weil ich hier getauscht habe. Also I und J bewegen. J kann ich nicht mehr bewegen, dann wird es auf dem Pivot-Element bestehen. Ich könnte es dahin bewegen, muss dann aber feststellen, dass ich auf dem Pivot-Element bestehe. Muss aber mein I nochmal bewegen, damit ich dann das Pivot-Element an die Stelle von dem I tauschen kann. Und dann ist mein Array richtig unterteilt. Links stehen die kleineren, rechts die größeren. Hopp, völlig richtig. Gut. Wie ist der Ablauf? Ich wähle ein Pivot-Element, laufe von vorne nach hinten, tausche Inversionen, wenn ich die finde. Wichtig an der Stelle, Inversionen im Vergleich zum Pivot-Element. Wenn ich ein Element finde, das kleiner ist als das Pivot-Element, steht es an der falschen Stelle. Es steht ja hinter welchen, die ich so komisch Lachsfarben angemalt habe, da gehört es nicht hin. Also tausche ich das auf die andere Seite. Und dann wiederhole ich das rekursiv, alles, wenn ich durchgelaufen bin, für beide Teile. Wie groß ist der Aufwand? Es sollte wenig verwunderlich sein, dass ich hier im besten Fall und im Mittel n log n habe. Ich halbiere mir ja immer mein Problem. Das einzig Blöde ist, dass ich schlimmstenfalls mit einem n² rauskomme. Und das sind Sonderfälle, wo das Array schon vorsortiert war und ich das Pivot-Element ungünstig gewählt habe. Dann fange ich nämlich tatsächlich an, Dinge zu tauschen, obwohl ich die gar nicht hätte tauschen müssen. Sortiere mir also mein, also bring mir mein sortiertes Array erstmal wieder durcheinander, um es dann auf dem zweiten Weg wieder richtig zu sortieren. Das kann ich aber geschickt umgehen durch korrekte Wahl des Pivot-Elements oder, was nicht ganz so anfällig ist, durch die Hoare-Partition. Die hat auch immer noch das Problem, wenn ich das Pivot-Element falsch wähle, wird es aufwendig, aber die ist eventuell nicht ganz so schlimm oder die ist nicht ganz so anfällig auf so etwas. Wie funktioniert die? Ich brauche auch wieder ein Pivot-Element. Weil ich es nicht besser weiß im Moment, nehme ich das Letzte. Ich kann das anders machen. Ich kann das Mittlere nehmen, ich kann mir bessere finden. Gibt es Verfahren für? Brauchen wir hier an der Stelle nicht anzugucken. Ich wähle ein Element als Pivot-Element. Und dann laufe ich nicht von vorne, sondern laufe von beiden Seiten auf die Mitte zu. Oder aufeinander zu. Ich habe immer noch ein I und ein J. Die stehen jetzt aber nicht am Anfang. Wo ist für Sie der Anfang? Der Anfang wäre für Sie hier. Die stehen nicht beide am Anfang. Sondern das I steht am Anfang, das J am Ende. Und dann gucke ich mir beide Elemente an und stelle mir die Frage, stehen die auf der richtigen Seite? Steht die 14 an der Stelle I richtigerweise auf der linken Seite und steht die 3 an der Stelle J korrekterweise auf der rechten Seite? Sie waren der Schnellste. Steht die 3 auch auf der richtigen Seite? Ja, die steht am rechten Ende. Am rechten Ende heißt aber rechts vom Pivot-Element. Das rechte Ende ist nachher rechts vom Pivot-Element. Also eigentlich steht die ja auch auf der falschen Seite. Ich habe also zwei Elemente gefunden, die gemessen am Pivot-Element auf der falschen Seite stehen. Beide. Nicht untereinander. Der paarweise Vergleich ist völlig egal. Ich muss nur alles, was nach links gehört, richtig nach links auf die linke Seite packen. Ich muss es nicht nochmal da drin sortieren. Ich muss es nur erstmal auf die linke Seite packen und alles, was nach rechts gehört, auf die rechte Seite packen. Und das ist hier für die beiden offensichtlich nicht erfüllt. Also tausche ich die beiden. Wenn ich die beiden getauscht habe, gehe ich mit beiden Indizes I und J einen Schritt aufeinander zu. Und dann finde ich die 7 und die 13 und sehe, die 7 gehört nach links, die 13 nach rechts. Also stehen die jetzt richtig. Also kann ich mit beiden Indizes einen Schritt weiterlaufen. Da finde ich die 9 und die 6. Die 9 ist kleiner als die 10, kleiner als mein Pivot-Element, steht also auf der richtigen Seite. Die 6 ist auch kleiner als mein Pivot-Element, steht aber auf der falschen Seite. Das heißt, ich label die
So. Einverstanden? Die sind beide kleiner als das Pivot-Element. Tauschen darf ich die aber nicht. Es würde mir nichts bringen. Dann würde immer noch das J nach dem Tausch auf ein blaues Element zeigen, was auf die andere Seite muss. Ich kann mit dem I aber weiter gucken, weil die 9 steht ja auf der richtigen Seite. Also gucke ich mit dem I weiter, findet eine 12. Was ist mit der 12? Die 12 ist auf der falschen Seite. Und jetzt habe ich wieder ein Paar gefunden, was gemessen am Pivot-Element falsch rumsteht. Und zwar ein vollständiges Paar, nicht nur eine Zahl, ein vollständiges Paar, was falsch rumsteht. Also kann ich die wieder tauschen. Ich sollte das Ding nehmen. Also kann ich die tauschen und mit beiden wieder einen nach innen gehen. Da finde ich eine 8 und eine 5. 8 und 5, wieder gleiches Problem. Die 8 steht auf der richtigen Seite, die 5 auf der falschen Seite. Das J darf sich nicht bewegen, weil es festgestellt hat, dass es an der falschen Stelle steht. Das I darf sich aber weiter bewegen, weil das I nach wie vor auf ein Element auf der richtigen Seite zeigt, bis es die 15 findet. Die 15 steht auf der falschen Seite. Ich habe wieder ein Paar, was gemessen am Pivot-Element falsch rum ist. Also tausche ich das und das mache ich dann so weiter, bis ich unten ankomme. Wichtig, es bewegt sich immer nur der Index, der auf ein Element der richtigen Seite zeigt. J zeigt nachher immer, idealerweise oder soll, auf die rechte Seite zeigen. I auf die linke Seite. Und in dem Moment, wo das nicht erfüllt ist, darf sich das Ding nicht mehr bewegen. Wenn sich beide nicht mehr bewegen können, tausche ich. Dann werden beide Indizes wieder frei und ich kann sie nach innen bewegen. Und irgendwann, je nachdem wie ich das implementiere, stehen die auf dem gleichen Element. Dem gebe ich ein Label, links oder rechts, und bin fast durch, denn ich habe das gleiche Problem, ich muss das Pivot-Element noch an die richtige Stelle schieben. Das soll ja in der Mitte stehen. Dazu muss ich mir jetzt irgendwie geschickt merken, wo das untere Ende des rechten Blocks ist. Da hat das J mal hingezeigt, das kann ich also irgendwie nachhalten. Blöd ist, wenn es dann nachher in der Mitte zusammen auf einem blauen Element steht. Ich muss mir also irgendwie merken, wo das untere Ende des rechten Blocks tatsächlich stand. Kriege ich aber hin. Ist einfach nur ein Index mehr, den ich mir merken muss. Und dahin kann ich dann das Pivot-Element tauschen und bin dann fertig. Ablauf im Unterschied. Ich wähle wieder das Pivot-Element, laufe jetzt aber von außen nach innen aufeinander zu, laufe nicht von vorne nach hinten durch, aber auch da tausche ich Inversionen, also Elemente, die falsch rumstehen. Wichtig aber im Vergleich zu den Verfahren vorher, zu Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, ich tausche die nicht, weil das Paar untereinander falsch rumsteht, sondern ich tausche sie, weil das gesamte Paar gemessen am Pivot-Element auf der falschen Seite jeweils steht. Die einzelnen Elemente des Paars. So. Wenn ich das tue, da ich rekursiv jetzt ja weitergehe und immer wieder nur das halbe Problem weitergebe, wird es mich auch nicht wundern, dass ich hier auch wieder mit log n irgendwas habe. Ja, und es ist wieder n log n, weil ich das Ganze natürlich mehrmals durchgehen muss. Und schlimmstenfalls, wenn ich es wirklich ganz blöd anstelle, kriege ich das auch hier auf quadratisch, einfach wenn ich das falsche Pivot-Element wähle in einem sortierten Array. Wenn ich das aber geschickt mache, komme ich hier mit der Hoare-Partition tatsächlich auch bei einem vorsortierten Array immer noch relativ glimpflich durch. Hängt aber tatsächlich da dann an der Wahl des Pivot-Elements. Kann ich schneller werden als n log n? Müssen wir mal gucken. N Elemente kann ich in wie viel Permutationen anordnen? Bitte? Ja, ich kann das also in N-Fakultät Elementen anordnen. Wenn ich mir 4 Elemente angucke, habe ich also 24 Permutationen. Upp. Entschuldigung, ich treffe sie irgendwie nicht. Okay. Die sind das. Das sind die 24 Permutationen, in denen ich 4 Elemente anordnen kann. Wer von Ihnen kennt das Spiel Wer bin ich? Wo man sich hier so einen Zettel angepappt, nein, nicht man sich selber, dann ist es witzlos, aber wo man so einen Zettel angepappt kriegt und dann muss man Fragen stellen. Ja, okay. Das Spiel spielen wir jetzt mit einem Gegner, der sich überlegt hat, es mir so schwer wie möglich zu machen. Warum? Oder was hat er getan? Der hat mir einen leeren Zettel angepappt.
Und in dem Moment, wo ich Fragen stelle, überlegt er sich, was die Antwort darauf ist und bewegt sich damit selber auf ein Ziel, was für mich so schwer wie möglich zu erreichen ist. Ungefähr klar? Das heißt, der spielt das on the fly quasi mit und ändert aber immer das Ergebnis. Und er ändert es immer so, lokal, abhängig von der Frage, die ich gestellt habe, dass es so schwer wie möglich für mich ist. Wenn ich das jetzt hier spiele, würde ich fragen, gib mir doch bitte die Permutationen, in der das Nullte und das erste Element in einer bestimmten Ordnung sind. Die Ordnung entscheidest du aber. Ich betrachte jetzt Element 0 und 1. In welcher Ordnung soll ich die betrachten? Und jetzt geben Sie mir als Antwort die Ordnung, die mir die wenigsten Elemente rausstreicht aus meiner Auswahlmöglichkeit. Ich möchte die sortierte Permutation finden durch die Frage, ich gucke mir A0 und A1 an, sind die in einer Ordnung oder gib mir nur die Permutationen, die diese Ordnung erfüllen. Streichen Sie Elemente raus, die das nicht erfüllen, streichen Sie Permutationen raus, die das nicht erfüllen. Sie entscheiden sich aber, welche Ordnung ich anfragen möchte, abhängig davon, dass Sie so wenig wie möglich Permutationen rausstreichen. Das ist jetzt hier witzlos. Hier fliegt die Hälfte raus und Sie sagen mir irgendwas. Ja, das hat kleiner verglichen. Das war die Frage, die Sie stellen wollten. Hat auch so ein bisschen was von Jedis, oder? Das war die Frage, die Sie stellen wollten. Aber egal. Dann geht's weiter. Prima, ich habe jetzt einen Haufen von Permutationen. Die sind jetzt nur noch halb so viel. Jetzt möchte ich gerne bitte A0 mit A2 vergleichen. Und ich hätte jetzt gerne die da eine bestimmte Ordnung drauf erfüllen. Und dann sagen Sie wieder, haha, aha. Ich nehme jetzt aber die, wo ich nur ganz wenige wegstreichen muss. Und das sind die. Ich habe gerade nur zwei weggestrichen und du hast nämlich Edge gerade verglichen, A0 kleiner als A2. Doof. Muss halt noch mehr anpacken. Sind halt noch relativ viele drin. Also frage ich weiter. Ja gut, dann möchte ich jetzt A0 und A3 ausprobieren. Ha. Ich bin doch jetzt nicht blöd. Ich streiche doch jetzt die 4 raus. 4 sind es? Nee, 6 raus. Nee, ich streiche auch wieder nur 2 raus. Du hast mich gefragt, ob A0 kleiner als A3 ist. Helle Badge, jetzt mach mal weiter. Ja gut, dann muss ich halt gucken. A1 gegen A2 verglichen. Was machen wir da? Gut, da können Sie sich jetzt wieder aussuchen. Hier fällt in beiden Fällen die Hälfte raus, egal was Sie machen. Da können Sie nicht fies sein an der Stelle. Aber dann frage ich vielleicht weiter, was ist mit A1 und A3? Und da können Sie jetzt tatsächlich wieder gemein sein. Und dann sagen Sie, du hast wieder verglichen, kleiner. Und jetzt hast du aus deinen 3 Möglichkeiten nur 2 gemacht. Ich habe dir leider die rausgestrichen, die du jetzt auch direkt hättest finden können, wenn du andersrum verglichen hast. Hast du aber nicht, doof. Ja, dann muss ich die letzte Frage noch stellen. Gut, und da haben Sie jetzt keine Möglichkeit, da bin ich am Ziel, da habe ich gewonnen, da haben Sie mir jetzt diese eine Permutation gegeben, die entsprechend der Ordnung, die sich darüber entwickelt hat, dann das ist, was ich eigentlich haben wollte oder was ich dann bin. Da haben Sie einfach keine Möglichkeit, Sie müssen sich einfach für eins der beiden entscheiden und dann habe ich meinen Namen tatsächlich erraten. Aber Sie haben es mir unterwegs so schwer wie möglich gemacht. Ungefähr klar? Okay, geht doch nur ums Ungefähre. Wir werden es nicht mathematisch bis zum Ende durchziehen. Ich habe also 24 Permutationen gehabt, aus denen ich die sortierte finden wollte und habe dazu 6 Vergleiche gebraucht. Ja, ist okay. Das heißt, ich brauche immer ein Viertel? Na, nicht ganz. Wenn ich das nachrechne, brauche ich im Minimum den Zweierlogarithmus von n Fakultät vergleichen. Etwas allgemeiner. Ich starte mit N-Fakultät Permutationen, deshalb kommt das da rein. Ich nenne das Vergleichspaar, mein Gegner wählt den Vergleichsoperator und er sorgt dafür, dass möglichst viele Elemente überbleiben. Dass möglichst viele Elemente überbleiben heißt aber, es wird weniger als die Hälfte, im besten Fall für mich wird die Hälfte weggestrichen, aber eigentlich läuft es schlimmer, das heißt, ich kriege mehr als die Hälfte. Oder andersrum ausgedrückt, es wird weniger als die Hälfte weggestrichen. Und da kommt dann eben dieser Logarithmus von 2 mit darauf. Wenn es am besten für mich läuft, dann bin ich tatsächlich Logarithmus 2 oder ein bisschen schlechter. Noch etwas formaler.
Ich habe einen Entscheidungsbaum und das wird sich mit nächster Woche dann aufklären. Dieser Entscheidungsbaum hat N-Fakultät Blätter. Was das ist, werden Sie nächste Woche dann sehen. Binärbaum der Höhe H hat 2 hoch H Blätter. Auch das klärt sich. Und dann fange ich mit einem passenden Binärbaum an. Und hier gucken wir jetzt nur ganz salopp drauf. Ansonsten erschlägt sie das. Ich habe behauptet, dass... Und damit das funktioniert, muss ich natürlich feststellen, dass 2 hoch h größer ist als n-Fakultät. Das kriege ich relativ leicht raus, dass das der Fall ist. 2 hoch h ist größer als n-Fakultät. Dann kann ich auf beiden Seiten den Logarithmus drauf loslassen. Kriege ich nur noch mein h und meinen Logarithmus von n-Fakultät. Und wenn ich mir den jetzt mit den Logarithmengesetzen zerlege, komme ich auf so etwas. Versuchen Sie es nicht nachzuvollziehen, das wäre jetzt Blödsinn. Es geht nur um eine Skizze davon, wie dieser Beweis funktioniert, falls Sie ihn mal gehen müssen. Nicht bei mir. Das kann, falls jetzt die Frage aufkommt, kommt das in der Klausur dran? Nein, nicht. Aber ich möchte Ihnen das trotzdem noch zeigen, was hier passiert. So, dann kommen Sie also an eine Stelle, wo eventuell salopp gesagt die linke Seite plus die rechte Seite sicherlich größer ist als irgendwie abgeschätzt die rechte Seite. Klar, wenn ich die linke Seite weglasse, habe ich nur noch die rechte Seite über und das ist kleiner. Das ist ja weniger. Das kann ich mir ausrechnen. Dann komme ich hier auf dieses n halbe mal Logarithmus n halbe. Und das ist sicherlich vom Angucken her tatsächlich in der Größenordnung n log n. Und der Trick dabei ist, dass ich jetzt hier anfange mit einer gesicherten Aussage, die größer ist und ich dann immer zum kleineren runterhangele und mich damit von oben an mein Problem annähere und sage, es ist eigentlich immer noch kleiner als das, was ich jetzt gerade schätze und eigentlich ist mein Problem noch kleiner und eigentlich ist mein Problem noch kleiner und damit habe ich diese obere Grenze gefunden und ich komme von hier aus einfach nicht tiefer als zu diesem O von n log n und genau das ist eben auch die Grenze bei Sortierverfahren, wo ich tatsächlich paarweise Vergleiche durchführen muss. Es gibt Sortierverfahren, die gehen schneller. Das läuft dann aber darauf hinaus, Sie sind in einem Paketverteilzentrum und müssen entscheiden, geht das Paket in den Norden von Deutschland oder in den Süden von Deutschland. Dann laufen die Pakete an Ihnen vorbei und Sie schubsen die nur in die richtige Richtung. Damit haben Sie die Pakete nach Norden und Süden sortiert, also nach Klassen sortiert, in linearer Zeit. Weil Sie ja nur genau jedes Paket einzeln für sich angucken, weil Sie nicht anfangen, paarweise zu vergleichen. Da geht es schneller. Okay, ganz, ganz kleines bisschen noch, um das Sortieren abzuschließen. Dann können wir das Mathematische wegschieben. Wichtig halt hier nur mitnehmen, diesen Trick. Ich gucke immer, dass ich mich von oben gesichert annähere, lasse Teile weg, komme dann auf diese größer oder kleiner Beziehung und dann bin ich da. Okay, Mathe weglassen. Letzte Eigenschaft von Sortierverfahren, die wir uns angucken, ist die sogenannte Stabilität. Geht auch relativ schnell, das noch zu machen. Also von daher, versuchen Sie noch einen Moment ruhig zu bleiben, dann erklärt sich das hier ein bisschen einfacher. Das ist wieder eine Liste von Modulen, die Sie vielleicht so oder so ähnlich in Ihrem Studienverlaufsplan finden. Die sind jetzt sortiert alphabetisch nach Modulkürzel. Ich möchte sie aber eventuell nach Semester sortieren. Dann kann ich das mit Selection Sort tun und komme auf dieses Ergebnis. Wenn ich das mit Merge Sort mache, komme ich auf dieses Ergebnis. Und wenn Sie genau hingucken, die sind unterschiedlich. Ja, die Sortierung ist immer noch erstes Semester, zweites Semester, drittes Semester, fünftes Semester, erstes Semester, zweites Semester, drittes Semester, fünftes Semester, das ja. Aber die Reihenfolge, an welcher Stelle unterscheidet sich das? Im dritten Semester ist unterschiedlich. Sieht das jeder? Okay. Und danach bemisst sich die Stabilität eines Sortierverfahrens. Was bedeutet das? Merge Sort ist deshalb stabil, weil es die relative Reihenfolge der Elemente mit gleichem sogenanntem Key nicht ändert. Key ist das, wonach ich sortiere. Ich sortiere nach Semester und ich habe Elemente im ersten Semester
die natürlich an den Anfang sortiert werden. Aber wenn ich gucke, im ersten Semester war erst Arbeitstechniken 1, dann DCT. Dann stimmt diese Reihenfolge, erst Arbeitstechniken 1, dann DCT, erst Arbeitstechniken 1, dann DCT bei beiden Verfahren. Für das erste Semester, durch Zufall. Im dritten Semester sieht das anders aus. Im Original habe ich erst Algorithmen, dann Datenbanken. Mit Merge Sort sortiert habe ich immer noch erst Algorithmen, dann Datenbanken. Wenn ich mit Selection Sort sortiert, erst Datenbanken, dann Algorithmen habe. Und deshalb ist Selection Sort nicht stabil, Merge Sort hingegen stabil. Wofür könnte das wichtig sein? Ich möchte eine Liste haben für Sie oder mit Ihren Namen drauf, um eine Liste von Anwesenden bei der Prüfung zu haben. Ich möchte die gerne nach Nachnamen sortiert haben und wenn der Nachname identisch ist, nach Vornamen sortiert haben. Damit ich das nacheinander machen kann, brauche ich ein stabiles Verfahren. Ich sortiere erst nach Vornamen und dann nach Nachnamen. Wenn das Verfahren stabil ist, ändert sich die Reihenfolge bei gleichem Nachnamen nicht. Und die waren ja vorher alle nach Vornamen sortiert. Das kriege ich nur mit dem stabilen Verfahren hin. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, dann sortierst du die halt einmal und guckst bei Namensgleichheit darauf, dass der Vorname ausschlaggebend ist. Ja, dann ist das aber ein anderer größer Gleichoperator, den Sie formuliert haben. Das geht auch. Aber das Beispiel wäre jetzt zu komplex, rauszusuchen oder rauszubasteln, wo ich tatsächlich mit einem stabilen Verfahren dann wirklich arbeiten müsste, weil ich nicht so schnell an den Vergleichsoperator komme. So, stabiles Sortierverfahren erhält die relative Ordnung. Und wenn Sie es alles zusammen haben wollen, haben Sie hier die Aufwände der einzelnen Sortierverfahren im besten, im mittleren, im schlechtesten Fall angemalt nach gut oder schlecht, wobei schlecht eigentlich schon bei quadratischem Aufwand anfängt und n log n schon gut ist, weil Sie eben die Möglichkeit haben, n log n zu sortieren. Und auch angemalt, je nach Anwendungsfall, stabil, nein, als rot quasi ungünstig markiert und grün als das Verfahren ist stabil markiert. Und je nachdem, was Sie machen wollen, entscheiden Sie sich dann vielleicht für ein Merge Sort, weil das auch stabil ist. Sie entscheiden sich aber möglicherweise für ein Quicksort, weil Sie die Stabilität nicht brauchen, obwohl der Fall schlechter ist, weil Sie aber wissen, dass in Ihrer Partition das Quicksort deutlich schneller ist als ein ungünstig implementiertes Merge-Sort, nehmen Sie es trotzdem. Und da hilft Ihnen vielleicht diese Tabelle, so ein ganz kleines bisschen Übersicht zu gewinnen. Haben Sie Fragen? Dann sehen wir uns gleich bzw. morgen zum Praktikum und dann können Sie sich da an den Verfahren ausprobieren. Tschüss.